Jo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial, wie ihr die richtigen Mods für den Skiregionssimulator 2012 downloaden könnt. Dafür gibt es vor allem zwei Seiten, einmal ist das Alpin 3D Design und einmal das Austrian Modding Team. Da geht ihr auf austrianmodding.at. Ich werde euch diese zwei Seiten auch in der Beschreibung verlinken. Da geht ihr auf diese Seite und kommt dann erstmal auf die Homepage. Da müsst ihr dann auf Forum gehen und dann müsst ihr hier auf Registrieren gehen. Falls ihr noch keinen Account habt, dann müsst ihr natürlich die Nutzerbestimmungen akzeptieren und einen Account erstellen und dann könnt ihr euch anmelden. Und dann kommt ihr in das Forum vom Austrian Modding Team. Da geht ihr dann auf Mod Download und Feedback und da ist vor allem das Mod Downloads und das Community Mod Downloads wichtig. Und dann ladet ihr einfach hier die Mods herunter, die ihr haben wollt. Zum Beispiel bei Seilbahnsteuerung SPSE. Und wenn ihr da auf Download klickt, dann kommt ihr auf Filehost. Dann wartet ihr hier die 10 Sekunden. So, die 10 Sekunden sind rum. Eigentlich sind es 15 Sekunden, aber okay. Und dann könnt ihr hier downloaden. Dann kommt entweder Speichern unter oder es kommt in den Downloads-Ordner. Beim Downloads-Ordner könnt ihr es einfach rauskopieren und dann einfügen. Und zwar geht ihr dann auf Dokumente, auf My Games, dann bei Skiregion Simulator 2012 auf Mods und da könnt ihr es reinspeichern. Und ganz wichtig ist, dass keine 1 dahinter ist, weil sonst der SRS den Mod nicht erkennt. Also es muss immer der Originaldateinamen vorhanden sein. Und das macht ihr dann einfach bei allen Mods, die ihr haben wollt. Und dann bei Community Mods ist es eigentlich genau dasselbe. Da geht ihr auch einfach auf die drauf, zum Beispiel in meinem Lightwolf. Dann hier sind hier die ganzen Bilder und unten sind die Download-Links für das, was wir das ihr alles braucht beim Lightwolf. Für die Leute, die bei uns im Stream mitspielen wollen, bei uns sind meistens der Lightwolf, also diese Mods bei diesem Link drin, der Level Red und das war's dann eigentlich eh schon. Und bei den Mod-Downloads kommt es drauf an, welche Karte das wir spielen, aber das seht ihr dann wahrscheinlich eh im Stream. Einmal braucht ihr da SPSE, die AMT Essentials und dann halt die Map, die ihr haben wollt und die Fahrzeuge. Das ist auch noch wichtig. Und meistens haben wir auch noch die Netze drin. Das ist einfach so, dass man die Pisten absperren kann, Realismus halber. Und das war's dann auch bei dem Austrian Modding Team. Dann geht ihr auf Alpin 3D Design. Und da müsst ihr dann auch einfach auf Downloads gehen. Wir haben da meistens das Technoalpin Schneilanzen Set und das Technoalpin Pack 4 V5 drin. Und da könnt ihr auch einfach auf Download drücken. Hier Download bestätigen. Kostenlose Download. Und dann könnt ihr auch wieder speichern unter und in den Mods Ordner beim SRS rein speichern. Und wenn ihr all diese Mods habt, dann ist optimal und ihr habt das perfekte Spielerlebnis. Nice. Das war's mit dem heutigen Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, Like und Abo nicht vergessen. Beim nächsten Mal vorbeischauen und ciao.